Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir sind jetzt hier beim dritten Teil. Wir wollen der Frage nachgehen, was überhaupt ein Algorithmus ist. Bei Wikipedia kann man da nachlesen, dass man unter einem Algorithmus, auch einem sogenannten Lösungsverfahren, eine genau definierte Handlungsvorschrift versteht, die zwei Aufgaben hat. Man muss ein Problem damit lösen können und es soll in endlich vielen Schritten möglich sein. Ja, in der vorgehenden Lektion haben wir schon besprochen, dass es darum geht, den Computer mit Hilfe des Computers Probleme zu lösen. Und ein Problem wäre es zum Beispiel in einer Textverarbeitung einen Text einzutippen und diesen dann zum Beispiel zu formatieren. Wenn ich jetzt hier in eine Textverarbeitung hineingehe, habe ich hier einen Wort schon eingetippt, Hallo zum Beispiel, und wenn meine Aufgabenstellung jetzt wäre, diesen Text zu formatieren, mit einer bestimmten Schriftgröße zu versehen, in Fett zu formatieren, kursiv, dann kann ich hier die Handlungsanweisung geben, markiere einen Text, verändere die Schriftgröße, verändere in dem Fall Formatierung auf Fett und dann auf kursiv. Das wäre jetzt hier zum Beispiel eine Problemlösung und auch gleichzeitig eine eindeutige Handlungsanweisung, was zu machen ist. Und das Ganze in endlich vielen Schritten. Das heißt, es ist nicht beliebig lang, was hier gemacht werden muss. Im täglichen Leben gibt es ebenfalls natürlich Algorithmen. Ein bekanntes und beliebtes Beispiel sind Kochrezepte. Ein Kochrezept hat eine bestimmte Anzahl von Schritten. Zum Beispiel, dass man einen Braten, wie man einen Braten herrichtet oder wie das Rühren ausschauen könnte bei einem Kuchen, bei einem Teig. Und so gesehen gibt es auch im alltäglichen Leben natürlich Probleme, die wir lösen wollen. Und das Ganze soll in endlich vielen Schritten gemacht werden. Und das Beispiel habe ich hier gerade eben das Kochrezept angeführt.